So. Hallo. Euch alle Zuhörer hier im Speakers Corner Intersolar 2023 bei K2. Ich habe einen Gast hier. Nein, ich stelle erst den Gast vor, so rum machen wir es. Ich habe einen Gast hier, der Frank Engelmann, Schulungsleiter bei den Nelskamp Dachziegelwerken. Wie ihr hier seht, geht es heute um Dachhaken und Ziegel. Wie passt das zusammen oder passt das überhaupt zusammen? Genau. Begrüßt mit mir der Frank Engelmann, einen kleinen Applaus, wäre glaube ganz schön. Danke sehr, danke. Ja, ich stelle mich auch noch kurz vor. Ich bin der Rainer Burkhardt, bei K2 im Technischen Vertriebsinnendienst. Von Berufswegen auch mit dem Thema schon vorher befasst. Langjähriger Zimmerer und PV-Monteur. Habe also schon viele Dachziegel bearbeitet. Genau, und das wollen wir jetzt ein bisschen vertiefen und unsere beiden Sichtweise hier und mal gucken, ob wir auf einen Konsens kommen. Ja, genau deswegen sind wir heute hier. Rainer, danke für die einleitenden Worte. Ja, wir hatten Frank Engelmann, Dachziegelwerke Nelskamp, Thema Schulungen, aber eben auch das Thema Solartechnik. Wir haben auch eine Solarabteilung, wo wir unter anderem auch die Produkte der Firma K2 anbieten, als Dacheindeckungshersteller, aber natürlich auch das Thema der gebäudeintegrierten Photovoltaik und das Thema Solarziegel ganz klar im Vordergrund, aber bieten eben im Aufdachsegment auch hier die Produkte der Firma K2 an und den einen oder anderen Haken, den durfte ich bereits auch schon setzen. Sehr schön. Also, Frank, wir haben hier, ich habe jetzt mal beispielhaft einen Großhuck, Entschuldigung, früher hieß er Großhuck, jetzt heißt er Singlehuck, der Singlehuck 4S Plus hergelegt. Frank, ich als Dachbesitzer bin ob der Auswahl der Komponente ganz oft auf meinen Installateur angewiesen, was der mir empfiehlt. Jetzt ist es ein guter Installateur, der empfiehlt mir natürlich einen Dachhaken der Firma K2. Jetzt baut er sein Gerüst auf, steigt aufs Dach, fängt an, der Ziegel auszudecken und mit dem Winkelschleifer oder der Dachziegelfräse am Dachhaken herumzufräsen. Was sagt die Ziegelindustrie da dazu? Also auch wir haben diese Bauherren dann häufig am Telefon, die verunsichert sind. Kann das denn richtig sein, wenn dort am Ziegel rumgeflext wird? Und wir bekommen genau diese Frage gestellt. Natürlich findet es die Ziegelindustrie erstmal nicht so toll, dass an dem Produkt herumgeflext wird. Kein Hersteller würde sagen, das ist super, dass an dem Produkt herumgeflext wird. Aber natürlich, wenn man es nicht machen würde, dann würde es ja noch weniger funktionieren. Der Ziegel würde nicht mehr in der Verfallzone liegen. Sprich, der überdeckende Ziegel würde auf dem Sparrenanker aufliegen und in dem Moment nicht mehr in die Verfallzone eingreifen. Also damit wäre auch nichts gewonnen. Was wir dann dem Endkunden sagen, der anruft, ist das für Sie okay? Dann sagen wir, ist die Spontanantwort erstmal, nein, das ist nicht okay, denn dadurch ist die Garantie, Gewährleistung auf diesen bearbeiteten Ziegel verloren. Jetzt bin ich der besorgte Dachbesitzer. Wir sind jetzt natürlich beim Thema Garantie und verloren. Da gehen jetzt bei mir alle Alarmglocken an. Kannst du das noch ein bisschen näher erläutern? Was ist denn die Aufgabe eigentlich von einer Dacheindeckung, egal ob sie aus Betondachsteinen oder Dachziegeln aus Ton besteht? Na, da liegt, jetzt exakt genau dort liegt der Hase im Pfeffer, wie man so schön sagt. Denn der Kunde hört, die Garantie auf den Dachziegel oder Dachstein ist verloren und überträgt sofort, dann ist die Garantie auf mein Dach verloren. Und das ist eben ein Sprung, der so rechtlich, aber auch fachlich gar nicht korrekt ist. Denn die Dachziegelwerke Nelskamp, aber auch jeder andere Ziegler, garantiert eine Produktgarantie. Das heißt, wir garantieren die Bruchfestigkeit und die Wasserundurchlässigkeit für den Ziegel. Nicht mehr und nicht weniger. Und selbstverständlich ist, wenn an dem Ziegel herumgeflext wurde, die Bruchfestigkeit gemäß einem bestimmten Normtest einfach nicht mehr garantierbar. Hab ich soweit verstanden? Jetzt komme ich selber aus der Praxis. Entschuldigung, ich war abgelenkt. Ich komme selber aus der Praxis.
ich würde mir jetzt zutrauen, diesen Dachhaken bei eurem Produkt, bei mir selber habe ich Nelskamp Dachziegel drauf, so auszuschneiden, dass das unsere Montagevorgabe entspricht. Ich halte hier vorne zur Ziegeloberkante die 5 mm Luft ein. Ich habe die Anlage im K2 Base geplant, halte die maximale Spannweite und so weiter ein. Wie geht es jetzt weiter? Also Ziegel muss ich ja noch ganz andere Stelle bearbeiten. Ich habe Dachfenster im Dach, ich habe Dachgauben, ich habe Kehlen. Eventuell an der Traufe muss ich ein Ziegel schneiden. Wie sieht es denn mit den Ziegeln aus? Ja. Da gilt natürlich das Gleiche. Wenn der Ziegel geschnitten würde, egal wofür, für einen Kehlschnitt, für einen Leiterhalter, für einen Dachhaken, können wir diese zwei Punkte, Bruchfestigkeit, Wasserundurchlässigkeit, nicht mehr garantieren. Und auch ich traue dir zu, dass du diesen Haken beim Nelskamp-Ziegel und fairerweise auch bei anderen Dachziegeln so montiert bekommst, dass euer Haken hält, klar, aber auch der Ziegel dort runter weiterhält. Und das Wichtige ist eben halt dieser Sprung, der Gedankensprung vom Bauherrn, auch teilweise vom Verarbeiter, die Garantie auf den Ziegel ist verloren, jetzt ist die Garantie auf mein Dach verloren. Das ist nämlich eine Misskonzeption, erstmal zwischen dem Punkt Garantie, Gewährleistung. Es gibt eine Produktgarantie und es gibt eine Gewährleistung auf ein Gewerk. Ein Dach ist ein Gewerk, ein Dach ist kein Produkt, nicht ein Stück Dach. Ein Stück Dach besteht aus vielen Einzelteilen und dort wird die Funktionalität wird die Funktionalität gewährleistet. Da gibt es verschiedene Faktoren, insbesondere natürlich die Dachneigung. Je steiler das Dach, um so einen klareren, deutlicheren Weg hat das Wasser und umso unkritischer ist das Thema, ob dort vorne, ich meine von einer ordentlichen Verarbeitung aus, eine Spaltbreite von 3-4 Zentimetern ausgeklinkt wurde. Bei einem flacheren Dach sieht es natürlich anders aus. Das ist die größte Stellschraube, die es dort gibt, um zur Bewertung. Natürlich gibt es weitere Aspekte der Bewertung. Das ist der Standort. Ist es jetzt ein Bauvorhaben auf Norderney oder auf dem Feldberg? Ist die Sparrenlänge 5 Meter oder 15 Meter? Das sind verschiedene Faktoren, die noch mit einspielen. Aber das Wesentliche ist natürlich dort die Dachneigung. Und der Garantieverlust auf den Ziegel, der beschränkt sich ja eben auf die Bruchfestigkeit, die Wasserundurchlässigkeit, die Regensicherheit des Daches, die Funktionalität des Daches, die wird letztendlich durch den Dachhandwerker gegeben. Denn er gewährleistet eine ordentliche Arbeit, eine Funktionalität seines Gewerks. Und auch dort richtet sich eben, das ist der maßgebende Einschätzung der Verarbeiter, der sagt, bei dieser Dachneigung, bei dieser Exposition, bei diesen anderen Faktoren gewährleiste ich hier die Dachneigung. Und da werden wir und ihr, denke ich, auch mal gefragt, ja, was ist denn ein steiles Dach? Was ist denn, wo kippt das denn gegebenenfalls? Genau, und das ist ein Thema, wo ja aktuell viel Gesprächsstoff da ist. Und deswegen sind wir unter anderem heute auch hier. Genau, also ich bin jetzt in meiner Rolle als Solateur. Vorher hast du so nett gesagt, ich bin der Ziegelschlitzer. Das hört sich sehr martialisch an. ich habe jetzt praktisch den Ziegel ausgeschnitten, habe mein Dachhaken montiert, habe gegebenenfalls, wenn es ein Tonziegel ist, der obere Ziegel auch noch ausgeschnitten, habe das alles wieder eingedeckt. Für was? Also jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, bin ich jetzt im Prinzip der Gewährleistungsgeber. Ich bin in der Gewährleistung für das, was ich getan habe. Ihr als Dachziegelhersteller seid in der Gewährleistung für die Bruchfestigkeit und die Regensicherheit, Wasserundurchlässigkeit. Wasserundurchlässigkeit des einzelnen Ziegels, natürlich ausgeschlossen der bearbeitete Ziegel. Richtig? Das ist vollkommen korrekt. Und auch um das Thema Wasserundurchlässigkeit da vielleicht ein bisschen zu konkretisieren, dass man eine Vorstellung bekommt, auch das ist ein genormter Test. Dort wird der Ziegel eingeklebt in eine Metallwanne. Es wird eine 100 mm Wassersäule aufgebracht und nach 72 Stunden darf kein Wassertropfenabfall auf der Unterseite entstehen. Also auch das ist eine sehr produktbezogene Prüfung,
die mit der Funktionalität des Daches, wie gut oder schlecht du deinen Haken bearbeitet hast oder auch oder die Pfanne bearbeitet hast oder auch das Dach allgemein gedeckt hast, gar nichts zu tun hat. Jetzt bin ich als Dachhandwerker extrem beruhigt, weil ich weiß ja, ich kann's. Ich habe das richtige Werkzeug, ich habe das Know-how, ich habe die richtigen Produkte und ich habe da gegebenenfalls auch der verständnisvolle Bauherr, der das alles versteht. Was rätst du einem Bauherr, der mit alledem nicht einverstanden ist? Was rate ich dem? Also die Ziegelindustrie empfiehlt für die nachträgliche Installation von Photovoltaikanlagen generell die Solarträgerpfannen. Das sind Pfannen in der Regel aus Aluminiumdruckguss, die dort auf die Pfannenform angestimmt sind. Wenn es um den Neubau, um Sanierung geht, dann natürlich gerne direkt die gebäudeintegrierte Photovoltaik, das Thema Solarziegelsystem, bei dem wir auch eben führend unterwegs sind. Okay, das habe ich jetzt in meinem Angebot natürlich als Eventualposition ausgewiesen. Mein Kunde ist nur bedingt bereit, es zu bezahlen. Dann liegt es eben an mir, argumentativ das zu verkaufen, genau mit den vorgenannten Punkten. Was gewährleiste ich, was gewährleistet der Ziegler? Und dann sollte man da auch zum guten Abschluss kommen. Ganz genau, also die Einschätzung des Ausführenden ist maßgeblich. Wie kann man es auch nicht sagen, weil er garantiert, er gewährleistet seine Arbeit, sprich die auch die Funktionalität, die Regensicherheit des Daches. Wenn wir oder auch ihr gefragt werden, ja, wo fängt denn ein steiles Dach an? Dann gibt es doch natürlich bestimmte Größenordnungen, die mit reinspielen. Allgemein sagt die Dachziegelwerke Nelskamp, aber auch da sind wir eigentlich einer Meinung mit anderen Dachziegelherstellern, dass bei einer Dachneigung von 35 Grad oder steiler die Ausflexen für eine Sparrenankerdurchführung nicht unbedingt zu einer Beeinträchtigung, schon gar nicht Verlust der Regensicherheit führt. Da gehören andere Konstellationen zu. Ich sag mal, das 35 Grad Dach auf Norderney ist vielleicht noch ein bisschen kritischer zu beurteilen als das 32 Grad Dach in einem Vorstadtwohngebiet. Aber das ist so ungefähr die Größenordnung, die die Dachziegelindustrie hier als steil ansieht oder als unkritisch, wo eben das Thema des Ausflexen für den Dachhaken eben nicht unbedingt eine Beeinträchtigung oder sogar Verlust der Regensicherheit, der Funktionalität der Dacheindeckung mitgebracht wird. Eine ordentliche Verarbeitung natürlich immer vorausgesetzt, also nicht mit dem Hammer grob ausklopfen, nicht die ganze Pfannenlänge zurückschneiden. Es gibt mittlerweile sehr schöne Werkzeuge auch für das Thema Ausflexen, wo sehr passgenau und auch filigran das angepasst werden kann. Das sind da natürlich die voraussetzenden Dinge. Gut, Frank, das war, glaube ich, schon unser Schlusskonsens fast. So ist es. Ich denke, es ist wichtig zu sagen, dass es auch unser Konsens ist, denn bei einem sehr flachen Dach, beim flach geneigten Dach, je flacher es wird, umso kritischer wird das Thema des Regeneintriebs, des Flugschneeeintriebs, weil natürlich dann, das ist generell auch ohne das Ausflexen schon kritischer, je flacher es wird, und das Ausflexen würde es eben erhöhen. Und ja, ich habe mal eine Zahl bei euch aus dem Hause gehört, die lag etwas weniger, aber das sind eben einige Gradzahlen, an denen man sich jetzt hier aufhängen kann, will, muss. Und diese Gradzahlen, die Unterschiede, die in der Ausrichtung dort waren, die kann man eben auch schon mit über die Lage, über die anderen Faktoren wegdiskutieren oder herdiskutieren. Wie gesagt, das 35-Grad-Dach auf Norderney ist wahrscheinlich kritischer als das 32-Grad-Dach irgendwo im Wohngebiet, weil einfach andere Faktoren auch noch mit reinspielen. Ja. Gut, du hast es gerade angesprochen. Das richtige Werkzeug ist ganz wichtig. Da möchte ich an der Stelle kurz eine kleine bisschen Werbung machen. Da drüben, schräg hinter unserem Stand im nächsten Gang, ist die Firma Maschinenbau Röder. Die haben eine sehr schöne Dachziegelfräse. Guckt euch die an. Mit der gelingt der richtige Ausschnitt auf jeden Fall. Und ja, Frank, ich bedanke mich im Namen von der Firma K2 ganz herzlich für die Teilnahme. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wir hoffen, wir haben das ein bisschen klarer, wir haben ein bisschen für mehr Klarheit gesorgt.
Wir stehen jetzt im Nachgang noch hier auch für Fragen, fürs direkte Gespräch zur Verfügung. Ladet euch ein, das zu machen. Ansonsten von meiner Seite aus euch noch eine schöne Messe. Wer heimfährt, eine gute und sichere Heimfahrt. Und gute Geschäfte. Tschüss.